Dann kommen wir jetzt zum Dauerkurs. Ich wollte den Dauerkurs machen. Der Dauerkurs ist heute etwas kürzer. Der Dauerkurs ist heute etwas kürzer als sonst. Ich habe sonst meistens immer eine Stunde oder sogar zwei Stunden Vorträge gemacht zum Dauerkurs, solche Dauer mit Atheisten und so weiter. Heute ist der Dauerkurs sehr kurz in dem Sinne, aber wir können die Zeit danach noch mit anderen Dingen nutzen, mit Fragen, Antworten und so weiter. Ich wollte auch etwas aus diesem Buch hier vorlesen, Majmu' Fatawa und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es heute ziemlich kurz, weil über welches Thema reden wir heute? Wir reden heute über ein Thema, durch das sehr viele Menschen zum Islam gekommen sind. Und zwar, das sind naturwissenschaftliche Wunder, die im Koran erwähnt werden. Und ich halte dieses Thema etwas kürzer, weil ich der Meinung bin, dass wenn man zu lange über dieses Thema redet, auch mit Leuten, die sich eventuell für den Islam interessieren, dass man sie dadurch eher verwirrt. Es ist besser, man bringt zwei, drei Beispiele, die klar und deutlich sind, als dass man 10, 20, 30 Beispiele bringt, die teilweise undeutlich sind und teilweise nicht gesichert sind. Und ich muss dabei etwas sagen, weil es gibt ein Buch zum Beispiel von Harun Yahya. Und da werden viele Sachen erwähnt von naturwissenschaftlichen Wundern, die einfach nicht gesichert sind. Ja, wie zum Beispiel, wa anzalna al-hadid, wir haben das Eisen herabgesandt. Das ist eine Sache, die ich immer erzählt habe. Ja, mit dem Eisen, es kommt aus dem äußeren Universum und so weiter und so fort. Und jetzt nach Recherche, ich habe gesehen, dass diese Sache nicht gesichert ist. Und unsere Pflicht ist es im Islam, wir sind nicht dazu verpflichtet, irgendetwas zu erfinden, sondern nur wirklich gute Aussagen zu machen, die auch voll der Wahrheit entsprechen. Ja, es gibt auch, wenn man zum Tafsir von Tabari gibt, eine andere Erklärung für diesen Vers. Ja. Und ich sehe dann, dass da manchmal Sachen erwähnt werden, die einfach gelogen sind. Und das ist der größte Fehler. Manche Muslime, die erzählen Schwachsinn, um Leute vom Islam zu überzeugen, erzählen Lügen. Und am Ende kommt daraus, das stimmt gar nicht. Und der, der vielleicht Islam angenommen hat, der fällt dann wieder ab davon, weil ihm irgendein Schwachsinn erzählt worden ist. Ja, und das geht nicht. Unsere Aufgabe ist, die Botschaft zu präsentieren. Natürlich, wenn wir solche Beweise haben, es gibt Sachen, die eindeutig sind, dann bringen wir die. Aber wenn es Sachen gibt, die mehrdeutig sind und so weiter, ja, das Beste ist dieses 19er Wunder. Da habt ihr bestimmt schon von gehört, dieses 19er Wunder. Das ist der größte Quatsch, ist das. Das ist voll an den Haaren herbeigezogen, das sind 100 Fehler. Der Typ, der das 19er Wunder erfunden hat, dieser Rashad Khalifa, der hat am Ende aufgrund des 19er Wunders, weil er hat dann als immer 19 Buchstaben, hat dieser Vers und 19 hier und 19 Verse und alle 19 Verse dies und das, ja. Und am Ende hat er zwei Verse vom Koran geleugnet, weil er gesagt hat, nee, die können nicht dazu passen, weil die passen nicht in mein 19er Wunder hinein. Kannst du dir vorstellen, der ist nachher Käfer geworden. Der ist vom Islam abgefallen, hat zwei Verse geleugnet von Suratul Bara'a, von Suratul Tauba. Und hat sich nachher selber zum Propheten erklärt. Am Anfang, alle Muslime haben das direkt angenommen. Oh, 19er Wunder. Ja, super. Und überall hast du es gehört. 19er Wunder, 19er Wunder, 19er Wunder. Und dann sagen die nachher, die Nicht-Muslime, sagen, ja, guck mal, was die Muslime wieder für einen Schrott erzählen. Stimmt, ist bei denen genau dasselbe. Die erzählen auch alles Mögliche. Nur bei uns ist es sicher, wir müssen immer das, was wir erzählen, das, was gesichert ist. Und das, was wirklich plausibel ist. Und nicht irgendeine Sache an den Haaren herbeigezogen. Genau wie diese ganzen Geschichten, die man erzählt, wenn wo man nicht weiß, stimmen sie oder stimmen sie nicht. Stimmen sie oder stimmen sie nicht. Ja, da war eine Frau im Jemen gewesen, die hat den Koran auf den Boden geworfen, da ist sie zur Ratte geworden. Ja? Theoretisch kann das stimmen, nur für mich. Von wem habe ich das gehört? Habe ich das aus einer authentischen Quelle von jemandem gehört, dem ich vertrauen kann? Nee, hat irgendjemand erzählt. Da wird immer irgendwas erzählt. Braucht nicht zur Ratte zu werden. Manche Leute, die bleiben bis zu ihrem Tod auf dem Kuffer und sterben dann. Und Allah lässt die leben, damit die noch mehr Sünden machen. Und dann kriegen die am Ende erst recht die Strafe. Es kann Wunder geben. Stimmt, Allah kann ohne Zweifel jemanden eine Ratte verwandeln. Das stimmt. Wir wissen das selber aus dem Koran, dass zur damaligen Zeit, ja, dass es Juden gab, die zu Schweinen und Affen verwandelt worden sind. Übrigens ist es falsch zu sagen,
dass Juden Nachfahren von Schweinen und Affen sind. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Es gibt manche Leute, die erzählen das, weil das Quatsch ist. Weil der Prophet, es gibt manche Leute, die auch noch so tun, als wenn sie Wissen hätten, die dann erzählen, Juden sind die Nachfahren von Schweinen und Affen. Diese Leute war eine spezielle Gruppe von Juden, ja, die zu Schweinen und Affen verwandelt wurden. Und der Prophet a.s. sagt, das ist in Sahih Muslim, dass ein Volk, das Allah verwandelt, keine Kinder bekommt. Es hat keine Nachfahren mehr. Ja, das waren bestimmte Leute, die bestraft wurden. Das wollte ich nur mal hier gesagt haben, weil das kursiert in vielen Köpfen von Muslimen herum. Ja? Das dazu. Das heißt, wir müssen nicht irgendetwas erzählen, was uns besonders gut passt, sondern wir müssen die Wahrheit erzählen. Achi, selbst wenn kein Mensch den Islam annimmt, ist das nicht deine Schuld. Am jüngsten Tages kommen Propheten. Und glaub mir, Bruder, ich glaube, dieser Hadith, das ist der Hadith, der mir vielleicht am meisten Mut macht. Wenn ich manchmal sehe, dass es so viele Leute gibt, die einfach nur irgendetwas erzählen wollen, obwohl sie eigentlich weder die Lage kapiert haben, noch irgendetwas anderes und einfach nur von Neid am Erblassen sind. Wenn ich sehe, was dort manchmal von Schwachsinn erzählt wird, ja, und ich denke dann, Mensch, Meier, was könnten wir Muslime erreichen, wenn wir Gas geben würden, wenn wir zusammen etwas bewegen würden? Ach, ich sage es dir, ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben eben darüber geredet, 25.000 Euro, 100.000 Stück. Achi, einmal jeder Muslim spendet 1 Euro, haben wir ganz Deutschland zugedeckt mit den DVDs. Bruder, dieses Ziel, wisst ihr, wann ich das hatte? Schade, dass heute keine Leute von früher dabei sind, die mich noch von früher kennen, aus Zeiten von 2003, 2002, wo mich kein Mensch in Deutschland kannte. Im Jahre 2004 haben wir die ersten DVDs gemacht damals. Und die waren damals richtige Schrottqualität, muss man dazu sagen. Ja, im Jahre 2004. Und wir haben uns damals gedacht, wir müssen jedem Haus müssen wir etwas geben vom Islam. Und da haben wir damals darüber nachgedacht, jedem Haus so eine Broschüre zu geben von Bilal Phillips. Die wahre Religion Gottes. Wie findet man den wahren Weg zu Gott? Ja? Und wisst ihr, es ist halt leider so, dass es dann immer Leute gibt, die irgendwas erzählen wollen und irgendwie mitreden wollen. Hauptsache, man erzählt irgendwas. Das ist irgendwie, scheint das so eine Angewohnheit zu sein, ja? Dass jeder mitmachen will und seinen Senf dazugeben will, selbst wenn er nichts kapiert hat, was du erzählst, wenn er die Umstände nicht kennt und was auch immer. Ja? Und zum Beispiel, dein Auto ist kaputt, dann sagst du, kannst du ein Auto reparieren? Ja klar, kein Problem, ich kann ein Auto reparieren. Der hat überhaupt gar keine Ahnung vom Auto. Der hat noch nicht mal Ahnung von der Mikrowelle, geschweige denn vom Auto. Der kann nicht mal eine Mikrowelle bedienen. Und der Hadith, der mir wirklich Mut gibt, ist der Hadith, wo der Prophet a.s. sagt, ja, dass er am jüngsten, dass eben gezeigt wurde am jüngsten Tag, eine große Menge, und er denkt, diese Menge ist die Menge von Musa. فَإِذَا بِسَوَادٌ عَذِيمٌ. Eine große Gruppe. Und dann wird ihm seine Gruppe gezeigt, eine große Umma. Und dann sagt er, وَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعْهُ رَحْتُ. Ich sehe einen Propheten, bei dem ist eine Racht. Das heißt, eine Gruppe so bis zu 9 Menschen ungefähr. Ich habe einen Propheten gesehen mit einem. Und einen Propheten, der hatte 2 dabei. Ich habe einen Propheten gesehen, bei dem war keiner. Kannst du dir vorstellen, keiner hat dem gefolgt? Da denke ich mir, Alhamdulillah, selbst wenn es heute viel Gegenwind gibt und viele Leute dumm schwätzen, Alhamdulillah. Selbst wenn wir keinen haben, selbst wenn du keinen hast, der dir folgt, Hauptsache du hast die Wahrheit verkündet. Und hier geht es darum, dass wir aber einige Punkte nennen wollen, wie wir die Leute besser überzeugen können. Weil manche Leute, die brauchen so ein bisschen einen Schubs, einen Beweis. Und dazu gehören diese wissenschaftlichen Aussagen. Nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern gesicherte Sachen. Und hier haben wir beispielsweise aus der Astronomie. Die Frage, die man sich heute stellt, ist, wie ist das Universum entstanden? Wie ist der Planet Erde entstanden? Wie ist die Sonne entstanden? Wie ist dies entstanden? Das? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass diese Punkte aus einem Punkt, sagen sie, mit null Volumen entstanden ist, der sogenannte Urknall, wo sich diese Urmaterie gespalten hat. Das heißt, der Himmel, was gehört zum Himmel? Sterne, Mond, Sonne. Und die Erde war was? Zusammenhängend.
hat sich gespalten. War also eine zusammenhängende Masse, die sich getrennt hat. Was sagt Allah im Koran? Sure 21, Vers 30. Da sagt er, und das sind Sachen, die man alle auswendig lernen muss. Alle Leute, die den Dawa-Kurs mitmachen, die müssen diese Verse auswendig lernen. Mindestens auf Deutsch. Mindestens auf Deutsch. Und an welcher Stelle? Die Frage wird nachher sein, im Test, wo steht der Beweis, woraus Himmel und Erde entstanden sind? Erkläre den, nenne den Beweis mit Versnummer und erkläre. Und dann sagen wir ganz einfach, die Wissenschaft geht davon aus, wie ich gerade schon gesagt habe, dass Himmel und Erde, was ist Himmel? Sonne, Mond, Sterne und Erde, eine zusammenhängende Masse waren, die sich getrennt hat. Jetzt sagt Allah im Koran, Sure 21, Vers 30, das muss man alles im Kopf haben. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Und am Ende sagt er, wollen Sie nicht glauben? Das Ende sagt er, wollen Sie nicht glauben? Guck mal, er sagt, haben die Ungläubigen nicht gesehen? Oder dieses Yara kann noch Wissen bedeuten. Wissen die nicht, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren, die getrennt wurde? Zur damaligen Zeit, wer konnte das wissen? Hat zur damaligen Zeit jemand das gewusst? Hatten die damals astronomische Mittel gehabt? Hatten die damals Geologie gehabt? Konnten die sowas messen? Nee, der sagt, wissen die nicht, die Ungläubigen. Das heißt, Allah sagt dir, die wissen das doch. Jetzt guck mal, 1400 Jahre nachdem der Koran herabgesandt wurde, wissen sie es. Das ist ein Zeichen für die Leute heute. Und da sagt er, und aus dem Wasser haben wir alles lebendig gemacht. Zweite Wunder. Woraus entsteht das Lebendige? Aus Wasser. Aus Wasser. Das heißt erstmal, woraus ist das Weltall entstanden, der Planet? Zusammenhängende Masse, die sich getrennt hat, wie man heute sagt in der Wissenschaft. Und dann aus dem Wasser wurde das Lebendige gemacht. Und dann sagt er danach, wollen Sie nicht glauben? Dann sagen wir zu dem Nicht-Muslim, wenn du das hörst, wer konnte das dem Propheten a.s. vor 1400 Jahren gesagt haben? Der konnte nicht lesen und nicht schreiben. Der hatte kein Mikroskop, der hatte kein Teleskop. Zur damaligen Zeit haben die Menschen ganz einfach gelebt. Die hatten noch nicht mal so eine billige saudische Waschmaschine gehabt. Kennt ihr diese komischen Waschmaschinen? Diese, wo man da oben dieses Ding, also total, da komme ich gar nicht mit klar. Aber ich komme sowieso mit keiner Waschmaschine klar. Aber okay. Auf jeden Fall, das ist der erste Punkt. Und dann sagt er, wollen Sie nicht glauben? Guck mal. Viele Leute, die ein offenes Herz haben. Jetzt kann ich dir jetzt schon sagen, für dich, wenn du mit jemandem Dawa machst, du bringst in diesen Punkt. Welche Sure? 21, Vers 30. Welche zwei Wunder? Entstehung des Weltalls und was? Wasser, Entstehung des Lebewesens, der Lebewesen. Vor 1400 Jahren, wo es die ganzen Mittel nicht gab. Klare Sache, aber denke nicht, dass jeder sich dadurch überzeugen lassen wird. Weil ich sehe viele Brüder, die machen Dawa, und dann reden sie mit jemandem, der wird nicht überzeugt und dann sind sie total enttäuscht. Und denken, sie hätten einen Fehler gemacht. Ich habe mit ihm geredet, der hat den Islam nicht angenommen. Ich habe ihm alle Beweise gebracht. Ja, der Prophet, der hat den Mond gespalten vor denen in den Augen. Die sehen ihn so auseinandergehen. Und was ist? Haben sie Islam angenommen? Nee. Deswegen, Brüder und Schwestern, denk nicht, dass jeder direkt den Islam annimmt. Gestern habe ich mit Diskussion gehabt mit Zeugen Jehovas. Da war jemand, der wirklich von denen richtig fit gewesen ist. Was hat er zugegeben? Versteht ihr, er hat sich nur rausgeredet. Und was hat er zugegeben? Er hat zugegeben, dass Esra 2, Nehemia 7, das war seine Erklärung dafür. Esra 2, Nehemia 7, da wird der Auszug der Israeliten aus Babylonien genannt, erwähnt, mit den verschiedenen Stämmen. Dann siehst du 18 Widersprüche in dieser Sache. Und er sagt dann ja, die Erklärung dafür ist, die haben beide von einer anderen Liste abgeschrieben. Also Esra hat von einer Liste abgeschrieben und Nehemia hat von einer Liste abgeschrieben. Ja, schön. Wer hat denn falsch abgeschrieben? Weil einer muss falsch abgeschrieben. Aber jetzt hast du auch gerade zugegeben, dass das nicht das Wort Gottes ist. Oder ist das Wort Gottes abgeschrieben? Alles ist von Gott inspiriert, sagt Apostel Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 16. Ja, wer war denn jetzt von Gott inspiriert? Esra oder Nehemia? Aber Bruder, das heißt nicht, dass derjenige, der das hört, deswegen jetzt sofort den Islam annimmt.
Versteht ihr? Ihr kann vielleicht die Worte sogar schön schmücken. Achi, die Wahrheit ist klar und deutlich, Achi. Und möge Allah uns immer die Wahrheit folgen lassen. Amen. Amen. Das dazu. Zweites Beispiel. Damit kam er gestern. Kam gestern einer von Zeugen Jehovas. Sagt, guck mal hier, bei euch steht im Koran, wir haben den Menschen aus dem Blutklumpen erschaffen. An anderer Stelle steht, wir haben den Menschen aus Erde erschaffen. Ja, okay, so hat er nicht gemacht, zugegeben. Aber vielleicht hat er so gedacht, so habe ich das Gefühl gehabt. Wann wurde der Mensch aus Erde erschaffen? Adam, der erste Mensch. Und woraus würden wir erschaffen? Aus einer, woraus werden wir jetzt erschaffen? Aus einem Samentropfen, aus einer Eizelle. Und dieser Samentropfen, Eizelle, wird dann zu was? Wird zu einer Art, was aussieht wie ein Blutklumpen, ja, und was sich anhängt. Und wird dann zu einem Stück, zu einem Embryo und wird dann. Das heißt, wenn ich sage, der Mensch ist aus einem Embryo erschaffen worden, ist richtig. Wenn ich sage, der Mensch ist aus Erde erschaffen worden, ist richtig, weil im Ursprung. Wenn ich sage, der Mensch ist aus einem Spermazell erschaffen worden, ist richtig. Wenn ich sage, der Mensch ist aus einer Eizelle erschaffen worden, ist richtig. Wenn ich sage, ich mache einen Tee aus Wasser, ist richtig, oder? Wenn ich sage, ich mache einen Tee aus einem Teebeutel, ist auch richtig, oder? Ist falsch, du hast gesagt, nur ein Teebeutel. Geht doch gar nicht. Du musst Wasser und einen Teebeutel haben. Hallo? Ich muss nicht alle Inhaltsstoffe nennen. Wenn ich dich frage, ja, woraus besteht Hanuta? Ja, Zucker zum Beispiel und Schokolade, Nüsse, ja, beispielsweise. Da brauche ich ja nicht jeden Inhaltsstoff zu nennen. Okay? Aber das nur dazu. Jetzt, im Koran und in der Sunna wird erwähnt von Embryonalstadien. Erstes Stadium, Blutklumpen. Und dieses Wort Blutklumpen, Alak, ist auch vor, was heißt Alaka yu'alliku? Heißt etwas dranhängen, dass man etwas anhängt. So, jetzt, der Embryo, in der ersten Stadium, wie sieht er aus? Wie ein Blutklumpen, der dranhängt, an der Gebärmutterwand. In der mikroskopischen, und je nachdem, welcher mikroskopischen Phase man ist. Jetzt erzählen wir mal, wie sollte der Prophet Muhammad a.s. wissen, dass das so aussieht und dass der hängt. Also erstmal, dass er so aussieht, zweitens, dass er hängt. Drittens wird er gesagt, Alaka ist ein Blutegel. Und in einer bestimmten Embryonalstadium, wenn man guckt, sieht der Embryo aus wie ein Blutegel. Das heißt, das sind schon drei Sachen auf einmal. Danach, wenn man guckt, sieht aus wie ein Stück Fleisch, auf das gebissen wurde, dieser Embryo. Und das ist ein Mudrada. Auf Arabisch, was der Prophet sagt. Woher sollte der Prophet a.s. wissen, wie das aussieht? Das kannst du nur mit dem Mikroskop erkennen. Konnte er nicht. Das heißt, völlig unmöglich. Noch nicht beim Ultraschall. Beim Ultraschall machst du nicht solche kleinen Bilder. Sondern ist er schon etwas größer, der Embryo. Soweit ich das weiß. Aber auf jeden Fall, damals hat er auch keinen Ultraschall gehabt. Selbst wenn wir sagen würden, Ultraschall, natürlich bin ich jetzt kein Gynäkologe und ich kann es nicht genau sagen, inwieweit man dann das Embryo angucken kann. Aber ich weiß, meine Frau, Alhamdulillah, die ist schwanger im 7. Monat und da hat sie dann auch, erst nach einer bestimmten Zeit ist sie dann zum Ultraschall gegangen, weil sonst noch nichts bringt. Ja? Jedenfalls, diese Sache ist ganz klar. Wir haben so viele Punkte dort. Und deswegen haben Leute Islam angenommen. Dr. Keith Moore von der Universität in Toronto, der bekannteste Gynäkologe, Embryologe, Entschuldigung, auf der Welt, hat ein Buch darüber geschrieben, für das er einen Preis bekommen hat. Und in diesem Buch erwähnt er, wie perfekt die embryonale Entwicklung im Koran beschrieben wird. Jetzt kommen natürlich die Christen, weil das ist natürlich ein Schlag gegen sie, und sagen, das stimmt gar nicht. Wir haben mit Dr. Keith Moore persönlich gesprochen und er hat gesagt, das stimmt gar nicht. Dann erzählen sie ja, Osama Bin Laden hat dem Dr. Keith Moore Geld gegeben, damit er das sagt. Erstmal, er hat es nicht gesagt, dann hat ihm Osama Bin Laden Geld gegeben. Aber wir sagen zu diesen Leuten nur ganz einfach, was ist logischer? Was ist logischer? Oder die persönliche Konversation von einem christlichen Missionar mit Dr. Keith Moore, welcher Version glaubst du? Persönliche Diskussion von Dr. Keith Moore mit einem christlichen Prediger, Dr. William Campbell, oder
die Videoaufnahme, wo Dr. Keith Moore ganz klar sagt, ja, so ist es. Und sein Buch, wo seine Unterschrift ist, wofür er einen Preis bekommen hat. Ich glaube, die Antwort kann sich jeder selber geben. Dann geht's weiter. Berge als Flöcke und zur Stabilisierung der Erde. Diese Sache ist übrigens in Hadithen und in Sure 96 vorhanden mit dem Halak. Berge als Flöcke und Stabilisierung der Erde. Erstmal Berge als Flöcke, Sure 78, Vers 7. Wal jibale autade. Wir haben die Berge wie Flöcke gemacht. So, heute, jetzt die Berge wie Flöcke. Was ist ihre Aufgabe? Auch Sure 21, Vers 31. Wa aj'alna fil ardi rawasi an tamida bihim. Wir haben in der Erde Berge auf sie gesetzt, auf die Erde, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Heute weiß man, und das hat ein Dr. Frank Press in einem Buch The Earth, das auf verschiedenen Universitäten unterrichtet wird, hat er das erwähnt, dass die Berge dafür sorgen, es gibt ja eine Plattentektonik. Kennt ihr Plattentektonik? Vielleicht habt ihr das in Geografie gehabt, dass wir also verschiedene Erdplatten haben. Dadurch entstehen auch Erdbeben, wenn die aneinander rasseln und so weiter, sich übereinander schieben. Aber die Berge sind dazu da, damit diese Berge, damit die Erdplatten nicht übereinander schwappen, sozusagen. Damit die Erde sozusagen nicht mit, also nicht in dem Sinne, wie natürlich ein bisschen, die reiben ja aneinander, damit also die Erde sozusagen nicht mit uns wankt. Steht hier, sonst bist du heute in Deutschland und morgen bist du an der Antarktis beispielsweise. Aber die Berge sind so zur Stabilisierung der Erde da, sagt Dr. Frank Press. Jetzt kommen die Christen und sagen, Moment, gerade in Berggebieten gibt es doch oft Erdbeben. Sehen wir doch gerade hier in Chile, wo die Anden sind. Was sagen wir dann zu denen? Und das müsst ihr euch immer merken, Brüder, bitte. So viele Leute, Muslime, gehen zu falschen Gruppen, weil sie nicht präzise sind. Oder so viele fallen vielleicht vom Glauben ab, weil sie nicht präzise sind. Haben wir von Erdbeben geredet? Wir haben nicht von Erdbeben geredet. Erdbeben heißt Zilzal oder Zelzala. Wir haben nicht von Erdbeben geredet. Wir haben gesagt, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wanken, mit der Erde wanken. Wir haben nicht von Erdbeben geredet. Deswegen müsst ihr immer aufpassen. Es wird etwas behauptet, was gar nichts mit der Sache zu tun hat. Das ist die Methode von Alul Bidah. Oder von den Leuten, die in die Irre gehen. Der Prophet, Allah sagt im Koran, Sure 3, Vers 7, merkt euch diesen Vers, ganz wichtig. Sure 3, Vers 7 sagt Allah, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Das heißt, Allah hat den Koran herabgesandt. Und da gibt es ganz deutliche Sachen und mehrdeutige Sachen. Und was diejenigen angeht, die eine Krankheit im Herzen haben, die folgen dem Mehrdeutigen davon. Jetzt guck mal. Allah sagt nicht, die folgen nichts, sondern die folgen dem Mehrdeutigen davon. Deswegen musst du immer gucken, wer folgt den eindeutigen Beweisen und wer folgt den mehrdeutigen Beweisen. Wer geht zurück zu Sunna, geht zurück zum Verständnis der Sahaba, der Salaf, und wer nimmt einfach einen Vers aus dem Kontext heraus und sagt, hier, guck mal, da steht doch. Hier, steht doch da, hier. Ihr habt doch gesagt, die Erde stabilisiert. Hallo, wir haben gar nicht von Erdbeben geredet. Wir haben von Wanken geredet. Okay, das dazu. Jetzt das nächste ist, in Sure 55, Vers 19 und 20. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhu la yabghiyan. Das heißt, er hat den beiden Meeren freien Lauf gelassen. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhu la yabghiyan. Die treffen sich. Ja, die treffen aufeinander. Aber da ist wie ein trennendes Hindernis, sodass sie die Grenzen nicht überschreiten. Heute sieht man in den Meeren, dass diese Meere aufeinandertreffen und dass der Salzgehalt, wenn zum Beispiel der Salzgehalt von dem einen Meer und dem anderen Meer sich unterscheidet, dass die sich nicht überschneiden. Das heißt, wenn jetzt hier die Trennwand ist, dann ist hier genau der Salzgehalt von dem Meer und auf dieser Seite ist genau der Salzgehalt von dem Meer. Könnt ihr mal sagen, wie der Prophet a.s.w. darauf gekommen ist? Wisst ihr, was die sagen? Ja, vielleicht ist jemand rausgeschwommen und dann hat er geschmeckt. Hier ist aber salzig, da ist nicht so salzig. Kannst du dir vorstellen?
Aber was ist, wenn ein Fluss ins Meer mündet? Wenn der Fluss ins Meer reingeht und der Fluss ist Süßwasser und hier ist Salzwasser, dann sieht man, dass sich das Wasser vermischt. Aber bei den beiden Meeren nicht, weil eine was ist? Bainahuma barzakhu la yabghiyan, da ist eine Trennwand zwischen, eine unsichtbare Trennwand. Ja, die muss jetzt keine Wand sein, hier aus Stein, die sie nicht überstreiten. Alhamdulillah. Dann nächstes. Habt ihr den deutschen Koran hier? So. Dann haben wir hier Sure 24, Vers 40. Da sagt Allah, O Kuzulumatin fi bahr. Das heißt, oder wie Finsternisse im Meer. Finsternis über Finsternis, erwähnt er dann, ja, sodass man am Ende nicht mal seine eigene Hand sieht. Finsternis im Meer, Finsternis über Finsternis. Heute hat man festgestellt, umso tiefer man ins Meer reingeht, umso dunkler wird es. Ab 200 Metern ist es dunkel. Ab 1000 Meter gibt es absolut kein Licht mehr. Und man sagt, der Mensch kann nicht tiefer als 44 Meter ohne Hilfsmittel tauchen. Nicht tief, ja, vielleicht gibt es irgendeinen Weltrekord oder was, da ist er vielleicht 60 Meter gekommen. Weil ich muss immer vorsichtig sein, weil sonst kommt man her, ne? Pia Vogel hat gesagt, der Mensch kann gar nicht mehr als 40 Meter tauchen. Aber da war doch der so und so von so und so und der ist 45 Meter getaucht, weißt du? Wo ich schon gesagt habe, der Mensch, sagt man, kann ohne Hilfsmittel nicht mehr als 40 Meter tauchen. Ab 200 Meter ist es dunkel, weil das Licht gebrochen wird durch das Wasser. Das heißt, was hast du? Dunkelheit über Dunkelheit, sodass nachher so eine Dunkelheit ist, dass du nicht mal mehr deine eigene Hand vor Augen siehst. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich habe es eigentlich jetzt sowieso schon erklärt, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Sure 24, Vers 40. Und wie gesagt, die Verse 21, Vers 30, 78, Vers 7, 21, Vers 31, Sure 55, Vers 19 und 20, alle müssen auswendig gelernt werden. Für den Test am Ende. Für die, die mitmachen. Die letzte ist 24, Vers 40. Das werden wir nach dem Sommer machen, inshallah. Ah. Oder wie Finsternis in einem tiefen Meer. Eine Woge bedeckt es, über ist noch eine Woge. Ja, eine Woge bedeckt es, über ihr ist noch eine Woge. Ja? Das heißt Wellen, ja? Verschiedene Meerestiefen. Darüber ist eine Wolke. Finsternisse, eine über der anderen. Das heißt, eine Finsternis über die anderen. Das heißt, weil umso tiefer du kommst, umso mehr wird das Licht gebrochen, umso größere Finsternis. Ja? Und dann... Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht gibt, für den ist kein Licht. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Das heißt, so dunkel wird es. So, jetzt mal eine Frage. Woher sollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das wissen, dass im Meer Dunkelheit herrscht? Ich meine, wie kommst du darauf, dass unter dem Wasser das dunkel wird? Ich meine, da kommt doch kein Mensch drauf, der in der Wüste lebt. Ein Mensch, der in der Wüste lebt, der kaum aus seiner Stadt rausgegangen ist, der kommt doch nicht auf die Idee, über das Meer nachzudenken und dann zu sagen, wenn ich ins Meer 200 Meter tief tauche, dann habe ich bestimmt, wenn ich meine Hand ausstrecke, kann ich die kaum sehen. Da kommt kein Mensch drauf. Bist du darauf gekommen? Das ist ganz klar. Ganz klarer Beweis. So, dann Umlaufbahn der Sonne. Vor 20 Jahren, vor 30, 40 Jahren haben sie noch gesagt, der Koran ist falsch, vor 30, 40 Jahren. Ja? Weil dann ist man noch davon ausgegangen, dass die Sonne keine Umlaufbahn hat, sich nicht bewegt. Jetzt weiß man, die Sonne bewegt sich. Jetzt weiß man, die Sonne bewegt sich. Und Allah sagt in Sure 21, Vers 33, Huwa alladhi khalaqa al-layla wa an-nahara wa ash-shamsa wa al-qamar kullun fi falaka yasbahun. Das heißt, er hat die Nacht und den Tag erschaffen und die Sonne und den Mond und alle laufen in ihre Umlaufbahn. Mond wissen wir schon lange, Sonne wissen wir nicht. Wie ist der Prophet drauf gekommen? Sonne und Mond hat eine Umlaufbahn, Alhamdulillah. Dann, Ausdehnung des Universums. Im Koran steht in Surat Ud-Dhariyat, das ist die 51. Sure, Vers 47, sagt er, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir dehnen ihn wahrlich aus. Jetzt, Edwin Hubble im letzten Jahrhundert hat festgestellt durch astronomische Berechnungen,
dass sich das Weltall ausdehnt. Woher sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wissen, dass sich der Himmel ausdehnt? Dass das Weltall. Wie? Ich meine, da kommt doch kein Mensch drauf, oder? Ich meine, du bist ein Mensch in der Wüste, du hast täglich deine Probleme, überhaupt was Wasser zu haben, zu essen zu haben. Du hast doch ganz andere Probleme, als über den Himmel nachzudenken und dann zu erzählen. Der Himmel dehnt sich aus. Und das in einem religiösen Buch zu erwähnen, oder? Das du angeblich selber geschrieben hast. Ganz klar, Sure 51, Vers 47. Dann Wasserkreislauf. Wasserkreislauf. Ja? Und ich lese mal kurz vor, wie er das hier übersetzt. In Surat al-Tariq. So. Das Wasser. Wo kommt das Wasser her? Haben wir oben, vielleicht haben wir oben irgendwie so ein Meer oben im Himmel, oder wie ist das? Oder ist das Wasser, was zurückkommt auf die Erde? Ist das Wasser, Wasser, was einfach nur vom Himmel kommt, oder ist das Wasser, was von der Erde hochgeht, wieder runterkommt? Das Wasser, was zurückkehrt. Was heißt zurückkehren auf Arabisch? Raja'a yarja'u. Was sagt Allah im Koran? Was-samai dhati raja' wal-ardi dhati sadi'. In Surat al-Tariq. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينذر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات رجع. Das ist der Himmel. Hier kommt es zurück. Und das ist sogar das, was, wie es interpretiert wurde vom Korangelehrten. Ja? Das heißt, dieses Wasser kommt vom Himmel zurück. Ich lese das mal kurz vor, wie er es übersetzt hat. Und beim Himmel mit seiner Wiederkehr, so übersetzt er das. Wie gesagt, da gibt es Gelehrte, ja, die das gesagt haben. Und das ist ein Zeichen für den Wasserkreislauf, dass dieses Wasser in den Himmel aufgezogen wird von Wolken und dann wieder zurückkehrt. Okay, woher soll der Prophet a.s. das wissen? Wie ist er darauf gekommen? In der Wüste, in Mekka, wo es einmal im Jahr regnet, oder wie? Naja, okay. So, jetzt. Früher, die Menschen haben gedacht, der Mond hat ein eigenes Licht und die Sonne hat ein eigenes Licht. Der Mond hat ein eigenes Licht und die Sonne hat ein eigenes Licht. Jetzt weiß man aber, der Mond hat gar kein eigenes Licht, sondern es ist nur reflektiertes Licht. Allah macht einen Unterschied dazwischen im Koran. In Sura 71, Vers 16. وَجَعَلَ الْكَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Der hat den Mond zu einem Licht gemacht und die Sonne zu sozusagen einer brennenden Lichtquelle. Das heißt, er macht einen Unterschied zwischen der Sonne und dem Mond, zwischen dem Licht. Woher konnte der Prophet a.s. das wissen? Das ist Offenbarung. Dann, was heißt auf was die Erde? Wie ist die Erde? Welche Beschaffenheit hat die Erde? Das ist der 10. Punkt. Die Erde, welche Beschaffenheit hat die? Wenn wir von Erde reden, müssen wir erstmal wissen, von was reden wir. Reden wir vom Planet Erde oder reden wir von einem Stück Erde? Oder reden wir von der Erdoberfläche? Das kann man alles als Erde bezeichnen. Ich rede jetzt von dem Planet Erde. Welche Form hat der? Ja, rund. Ja, nee, eigentlich nicht. Das ist auch nicht ganz so. Rund. Rund. Also rund ist ja auch, also ich kann auch hier, rund ist eigentlich eine Fläche. Sondern ähnlich wie ein Ball oder ähnlich wie ein Ei. So, was heißt Ball? Was heißt Ball auf Arabisch? Kura. So, jetzt, was sagt Allah im Koran? Yukawiru leyla ala nahar wa yukawiru nahara ala leyla. Dieses Wort, kawara yukawiru, ja, er dreht den Tag über die Nacht und die Nacht über den Tag. Den Tag über die Nacht und die Nacht über den Tag, ja. Ist ganz klar, das kann nur passieren, wenn die Erde sphärisch ist. Ansonsten geht das nicht. Das ist ein Beweis dafür, dass die Erde rund ist. Und ich habe Kurawiya, ich habe hier das Buch, Majmur Fatawa, das ist von Ibn Taymiyyah. Der hat gelebt, der ist gestorben im Jahre 728 nach Hijra, 38 nach Hijra, nee, 28 nach Hijra. Zu diesem Zeitpunkt, Achi,
Ja, schreibt er zu diesem Zeitpunkt, ja, in diesem Zeitpunkt schreibt er, dass die islamischen Gelehrten einig sind, ittifaq, dass die Erde Kurawiya ist. Ganz klar, ganz klar. Ich habe das damals vor 4 oder 5 Jahren gelesen, vor 4 Jahren oder so gelesen, wo ich mich da richtig drüber gefreut habe. Dann, die Erdoberfläche, wie ist die Erdoberfläche beschaffen? Ihr wisst, das Innere der Erde ist flüssig. Also wie ist unsere Erdoberfläche? Die ist wie ein Teppich über diese flüssige Masse drüber. Das meiste der Erde ist keine Erdoberfläche, keine Kruste. Das meiste der Erde ist was? Ist ja nee, nicht die Oberfläche, das ist ja auch Oberfläche, sondern das meiste innerhalb der Erde, ich meine die ganze Erde, ist was? Ist flüssig, Lava und so weiter. Unsere Erdoberfläche, die ist nur sehr dünn, deswegen gibt es ja auch Vulkanausbrüche an solchen Stellen. So, jetzt, was sagt Allah im Koran? Einmal hat er eben gesagt, dass der Tag über die Nacht rumgedreht wird, also rund von der Form her. Jetzt die Oberfläche. وَجَعَلَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطَ. Der hat euch die Erde wie ein Teppich gemacht. Und genau so liegt die Erde wie ein Teppich, die Erdkruste, über was? Über diese flüssige Masse. Das ist in Sura 71, Vers 19. So, jetzt wird jemand sagen, ja, vielleicht hat der geraten. Vielleicht hat er geraten. Okay, gehen wir mal durch. Vielleicht können wir das ja mal durchrechnen. Also, erstmal, wir fangen nochmal mit den 10 Wundern an. Das erste war Sura 21, Vers 30, dass Himmel und Erde, ja, sich getrennt haben. Erste Frage ist, Himmel und Erde haben sich getrennt. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wie Himmel und Erde entstanden sind? Ach, da kannst du mindestens 100 verschiedene Möglichkeiten angeben. Himmel und Erde könnten theoretisch einfach so plupp entstanden sein, könnten von anderen Enden zusammengekommen sein. Kann alles Mögliche gewesen sein. Aber was sagt er? Haben sich getrennt. Waren eine zusammenhängende Masse, haben sich getrennt. Du könntest 100 verschiedene Wege haben, wie die gewesen sind. Punkt 1. Jetzt. Und haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Alles Lebendige aus Wasser. Wie viele Stoffe könnten möglicherweise der Grundbaustein des Lebens sein? Honig, Öl, Zionkali, Benzin, Sand. Wird es vielleicht in der Wüste eher denken, Sand oder so. So viele Stoffe. Warum hat der ausgerechnet Wasser genommen? Das heißt, 100 mal 100 kannst du rechnen, dann geht es weiter. Alak. Der Embryo sieht aus wie ein Anhängsel, hängt an. Was könnte der Embryo machen? Der könnte nicht anhängen, der könnte auch liegen. Der Embryo könnte nicht anliegen, sondern liegen. Könnte sitzen. Könnte in der Mitte sein, aber was, der hängt an. Sieht aus wie ein Blutklumpen. Wie könnte der theoretisch aussehen? Der könnte aussehen wie ein Nashorn. Könnte aussehen wie ein, keine Ahnung, wie eine Giraffe oder ein Kamel oder was auch immer. Wie könnte der aussehen danach wie ein Mudra? Das heißt, du kannst 1000 verschiedene Formen nehmen, wie der Embryo aussehen könnte. Du könntest Dutzende verschiedene Formen nehmen, wie der Embryo sich dort bewegt. Der könnte schwimmen, der könnte liegen. Nee, was macht der? Der hängt. Gut. Das heißt, wir nehmen einfach mal Dutzend für die Bewegung, für Alaka, für Hängen. Dann nehmen wir die Form Alaka, ja, 100, also nochmal 100 mal 100 mal 12 mal 100. Jetzt kannst du weitergehen, die Zufälle. Mudra, danach wie ein Stück Fleisch drauf gebissen wird. Können wir nochmal mal 1000, können wir nochmal mal 1000 nehmen. Ja, 100 mal 100 mal 12 mal 100 mal 1000, weil wie könnte er aussehen? Könnte aussehen auch wie ein Igel oder so. Warum wie ein Stück Fleisch worauf gebissen wurde, ja. Dann, Berge wie Flöcke. Wie könnten die Berge aussehen? Könnten an der Oberfläche aufhören, könnten so in die Erde gehen, könnten wie Flöcke in die Erde gehen oder könnten auf diese Art in die Erde gehen. Das heißt, 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten. Also mal 4, das Ganze. Dann, dass die Erde stabilisieren. Wie kommst du darauf? Der wird doch vielleicht eher denken, die stabilisieren die Erde nicht. Sagen wir mal 2. Dann Barriere zwischen den Meeren. Wie willst du darauf kommen? Da könnte alles möglich sein, aber sagen wir wieder mal 2. Dann Dunkelheit im Meer. Warum wird es nicht hell im Meer? Hätte er genauso gut denken können, dass es der hell wird. Machen wir wieder mal 2. Dann Umlaufbahn der Sonne. Die Sonne könnte stehen oder eine Umlaufbahn haben oder die könnte hoch und runter springen. Alles Mögliche. Sagen wir mal 3. Dann Ausdehnung des Universums. Das Universum könnte ja auch immer kleiner werden, oder? Das ist wieder mal 2. Dann Wasserkreislauf, wo er wusste, dass das Wasser hochgeht, sagen wir auch mal 2. Dann Unterschied des Lichtes, der Sonne und des Mondes, sagen wir auch mal 2.
dann, dass die Erde rund ist. Welche mögliche Form könnte die Erde haben? Die könnte dreieckig sein, viereckig, oval. Ich meine, oval ist ja rund. Ja, die könnte so viele Formen haben. Aber was sagt er? Rund. Das heißt, ja, wal arde bada dhalika dahaha, was auch auf diese Form hinweist, dass sie oval ist. Guck mal, ganz klar. Das heißt, die könnten wir 20 verschiedene, könnte auch wie ein Zylinder aussehen. Da können wir 20 verschiedene Formen nehmen. So, das heißt, wieder mal 20. Und dann die Erde wie ein Teppich. Ja, die Erdkruste. Das heißt, hier sind so viele Sachen drin. Ja, das heißt, am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Dinge ein Zufall waren, was? Null. Null. Die Wahrscheinlichkeit ist null. Und das zeigt mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass der Koran das Wort von Allah ist. Und ich habe heute nur 12 Beispiele gebracht. Und die müsst ihr alle lernen für den Test. Sure 21, Vers 30. Auswendig und erklären. Entweder auf Deutsch oder Arabisch. Dann über die Embryonalentwicklung. Dann über Berge als Flöcke. Das ist Sure 78, Vers 7 und Sure 21, Vers 31. Dann über die Barriere zwischen den Meeren, das ist Sure 55, Vers 19 und 20. Dann Dunkelheit im Meer, Sure 24, Vers 40. Dann Umlaufbahn der Sonne, das ist Sure 21, Vers 33. Dann Ausdehnung des Universums, das ist Sure 51, Vers 47. Wasserkreislauf, Sure 86, Vers 11. Und 9, Unterschied des Lichtes der Sonne und des Mondes, 71, Vers 16. Dann, dass die Erde rund ist, beziehungsweise sphärisch. Ja. Ich habe jetzt hier den Vers gar nicht dabei, da muss ich nochmal gucken. Nee, 1 bis 16 war der andere. Nee, 1 bis 19 ist Erde wie Teppich. Und dass Sie, wie gesagt, alle Verse lernen und erklären können. Das ist für den Test. Wenn du mit jemandem Dauer machst, dann kann das sehr nützlich sein.